Tja, hello again, Lost Within, wir wollen weitermachen und es gibt kein Zurück hinter dieser Tür. Die hätten hier auch mal aufräumen können, bevor die das Spiel programmieren. Und, oh. Was war das? Unser Ziel ist großartig, Wahnsinn zu heilen. Großartige Ziele erfordern großartige Opfer. Mein Gott, diese Sprüche, die häufen sich aber auch inzwischen. Ich habe meine Gesundheit geopfert. Ich habe meinen wissenschaftlichen Stand geopfert. Ich habe meinen Ruf geopfert. Ich verstehe meine Opfer und akzeptiere sie. Meine Patienten opfern ihre geistige Gesundheit. Sie verstehen und akzeptieren dies. Da bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich sagen. Ich sehe es in ihren Augen, kurz bevor sie in den alles verzerrenden Wahnsinn abtauchen. Nach ein paar Stunden in dem Instrument nehmen sie dieses an. Ich befürchte jedoch, dass andere unsere Opfer nicht verstehen werden. Wenn sie es nicht verstehen, was werden sie von uns denken? Werden sie denken, unsere Opfer seien mehr brutal als genial? Wie wird man mich in den kommenden Jahren beurteilen? Dr. Primrose. Ja, er hält sich für ein Genie. Er hält sich für ein Genie. Und, die Opfer, die sind nicht brutal, sondern genial. Sehr, sehr genial. Tja. Hier mal ein Auge. Offen halten, dass da kein Patient ist. Mit diesen beiden habe ich mehr Daten sammeln können als mit allen anderen Versuchspersonen zusammen. Wahrscheinlich Penelope und der Junge. Freier Fall, extremes Fieber, Vibration, Befall, Inversion, alles Verhaltensweisen bei sensorieller Simulation und Entzug. Erst Penelope und nun Bertrand. Ist Bertrand der Junge? Ich erinnere mich nicht. Er hat am längsten durchgehalten und Penelope mit Leichtigkeit um 3 Tage übertroffen. Was heißt das? Die meisten werden innerhalb von wenigen Stunden wahnsinnig. Die Daten sind dann für immer verloren. Des Zeitplans halber hoffe ich, dass er aushält. Sie haben beide bemerkenswertes Durchhaltevermögen gezeigt. Ich glaube, ich sollte ihnen applaudieren. Ich bin, wenn ich das sagen darf, stolz auf sie. Naja, Strom ist noch an. Wer bezahlt die Rechnung? So, Kontrollpunkt erreicht. Das ist schon mal gut. Ja. Oh, schon wieder ein kleines Briefchen. Alleine schaffen großartige Menschen Großartiges. Sie können wohl von anderen umgeben sein mit all dem Drumherum eines Gemeinschaftsunternehmens. Aber im Zweifelfall kann nur allein echter Fortschritt erzielt werden. Nur durch eine Rückschau kann der erschöpfte Forscher die aus Dunkelheit geschaffenen Ergebnisse erkennen. Sir Weatherby hat dies erkannt und genehmigte den Bau meines internen Heiligtums, mein Pensionat. Meine Autopsie. Auch wenn sie direkt unter der Anstalt liegt, durch einen einfachen Durchgang verbunden, scheint die Autopsie weit entfernt von der allgemeinen Hektik oben zu sein. In meiner Autopsie unter der schwergewichtigen Anstalt kann ich weiter blicken als je zuvor. Dr. Primrose. Und ich glaube, genau in dieser befinden wir uns gerade. Tja, hier steht ein bisschen viel Krams rum. Ins Wohnzimmer würde ich mir die Bilder nicht hängen. Like rats to examine their brains. You sick bastard. Dr. Primrose, ein Mann mit vielfältigen Hobbys. Wie man an diesem Gehirn sehen kann. Puh, heftig, heftig. Ansonsten ist hier nichts außer Gehirne. Gleich kommen uns noch Zombies entgegen. Und das ist hier die Kantine, oder was? Gut. Gut. What are you doing? You're him, aren't you? The
a madhouse, madman. Oh. How did you find me down here? My autopsy is a secret. Don't judge my work by what you see here. Progress always comes from abnormal effort. This is personal, müsste wohl selbst dran glauben. Isn't it? Is this about the girl, Penelope? I was fond of her too, but that was years ago. But no one ever achieved greatness by having feelings. Great work demands that we overcome emotion. Uh-oh. And do what is necessary. Jesus. Primrose was a monster, but nobody deserves that. You're worse than a spy. You're a saboteur. With you out of my hair, I can return to my research properly. That boy will be my first new volunteer. Mm-hmm. It's Primrose. He's coming. But how? Primrose doesn't know he's dead. You have to remind him. Find the bone saw. You need it to stop the doctor. Okay, jetzt gleich geht's wohl los. Ach du Scheiße. Oh fuck. Oh fuck. Jetzt geht's ab. Oh. Ich habe so ein bisschen Hemmung auf Ja zu drücken. Aber ich will euch nicht unnötig warten lassen, deswegen mache ich es jetzt einfach mal. Wow, wow, wow. Die Knochensäge ist da. Die Musik deutet auf einen Bossfight hin. Kann ich da nicht erstmal durchschlinzen, bevor ich... So, wir müssen ihn daran. Endlich sind wir im Büro von Dr. Primrose. Da waren wir doch schon. Ich habe jetzt einfach in das Gehirn in das Gehirn gesägt und bin jetzt irgendwo anders. What is this place? It's familiar. What are these monsters? My subjects, but they're dead. Long ago, I killed them. Except if they're dead, then I must. I see now. And you, officer, if you're not dead, what are you? Just like before, my work, my learning, my memory, ripped from me. It is agony. Uh-oh. He's gone forever. You made him go. Made him remember that he died. It's time for us to leave too. Not yet. He's still trapped. What? We have to go. The man in the water. We can't leave without him. Also, Primrose ist erledigt. War aber trotzdem weit entfernt von einem Bossfight, was hier passiert ist. Jetzt habe ich keine Ahnung, müssen wir durch die Tür oder durch die andere Tür? Hier waren wir schon, ne? Ah, wenn du weitermachst, gibt's kein Zurück. Das klingt erstmal nach der richtigen Richtung.
Also. Your friend. This man in the water. He's here? He needs your help. Please come to the greenhouse. Das Gewächshaus. Ja, okay. Das war einfach zu finden. Is the man in the water like Primrose? Gone, but still here? He's not a ghost, sir. He's Bertrand. He needs to leave, but he's broken. Er ist innerlich zerrissen. Ich vermute, dass sich diese Zerrissenheit nicht nur auf das Innerliche bezieht. An alle Angestellten von Sir Ethan Weatherby. Nee, Quatsch. Sir Ethan Weatherby hat CC bekommen von der Verwaltungsleiterin Voss. Aufgrund des Verschwindens von Dr. Primrose hat Sir Weatherby zur sofortigen Beendigung jeglicher Aktivitäten der Instrumentenforschung aufgerufen. Der Instrumentenforschungstrakt ist hiermit offiziell geschlossen. Dr. Primrose stand unter sehr großem, selbstverschuldetem Druck. Ah gut, aber sie hat damit gar nichts zu tun anscheinend. Es überkam ihn offenbar ein Nervenleiden, das ihn veranlasst hat, seine Pflichten zu vernachlässigen. Falls Sie Informationen bezüglich des Verbleibs von Dr. Primrose haben, melden Sie diese unverzüglich meiner Amtsstelle. Öffentliche Vermutungen zu einer Entführung sind unvertretbar und unprofessionell. Gerüchte sind unser Feind. Es gibt keinen Irren aus dem Irrenhaus. Ich vermute, den gab's doch. So, sind jetzt hier. Da kommen wir nicht durch. Boah, es ist hier dunkel. Ach, da ist eine Treppe runter. Das ist ja praktisch. Boah. Türchen. Da ist das Gewächshaus. War da vorne der Junge? Dem Mann im Wasser. Man hetzt jetzt hier so durch, man hat gar keine Zeit, sich seelisch darauf vorzubereiten, was jetzt gleich wohl kommen mag. Oh nein. Nein! Alter! Doch. Boah. Okay. Sind wir jetzt nicht mal alleine unterwegs? Ist jetzt Bertrand dabei? Das Ding wird gleich abgerissen. Fire Chief James Wade, recording notes at Weatherby Asylum. Hoping to finally learn what happened here. 30 years ago, a savage fire consumed a small work factory. 8 inmates burned alive. Doors were locked from the inside, so they called it an accident. Thing was, Colm Wicklow, convicted arsonist and killer, was an inmate at the time. Administration claimed that Wicklow was in maximum security. Yeah, this old place. It's got that haunted feeling. Grim institution. Unnatural deaths. That's the recipe. Seen it before. Also, ich stelle mal fest, wir sind gerade in das Gewächshaus gegangen und haben Bertrand gefunden. Wir sind jetzt nicht mehr der Deputy, wir sind ein Feuerwehrmann, der dieses Gebäude erkunden soll. 2 Stunden vorm Abriss. Das ist der Beginn von Episode 2. Heißt für uns, wir haben gemeinsam Episode 1 komplett durchgespielt und ich finde, das ist einfach jetzt ein guter Cut, dieses Let's Play zu beenden und die Episode 2 gemeinsam im nächsten Let's Play zu zocken. Das war euer Paco vom Radio Kastriert Let's Play. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.